Moinsen, Mangas und Mangerien. Heute sind wir mal wieder mit einem Trackguide unterwegs und es geht nach Großbritannien. Brands Hatch steht an. Intro ab. Juh. Wir machen das so wie letztes Mal. Wir lassen die Runde einfach erstmal leer laufen. Ihr könnt euch das erstmal angucken. Und dann schauen wir uns das am Ende gemeinsam an. Also, los geht's. Feuer frei. Eine 1,23,7 ist es dann geworden. Man muss dazu sagen, ich habe auch vorher schon mal etwas schneller geschafft. 1,23,3. Ich habe mich heute aber bewusst dazu entschieden, mal den BMW zu nehmen und nicht die sonstigen Autos, die ich auf Brands Hatch gefahren bin, einfach nur um mich selber zu testen. Und ich werde auch wie im letzten Track Guide darauf eingehen, was ich an dieser Stelle noch besser machen kann. Denn so einige Dinge sind hier auf jeden Fall noch nicht so gut. Und das ist ja auch für mich gut, weil ich lerne in der Zeit, wo ich euch was beibringe, lerne ich selber auch noch was. Also, lasst uns doch mal in die Runde reingucken. Wir gehen mal hinter das Auto, heute in unserer wunderschönen Livery. Wir haben nämlich eine neue und die finde ich sehr, sehr hübsch. Also, gehen wir noch mal rein. Ich mache mal ein ganz kleines bisschen leiser, damit ich nicht so rumschreien muss. Und dann fahren wir erstmal auf Startziel. Gucken uns gleich mal die erste Kurve an, die nicht ganz so trivial ist. Die ist ein bisschen tricky. Aber was ich euch hier gleich zeigen möchte, was mir heute sehr geholfen hat, weil ich bin auch selber sehr lange Brands Hatch noch nicht gefahren. Also, ich bin sehr lange Brands Hatch nicht gefahren, Wortfindungsstörung. Und habe mich hier irgendwie versucht, mal ranzuhangeln an irgendwelche Punkte. Ich kann mich noch entsinnen, als ich früher sehr viel Brands Hatch gefahren bin, war das hier eigentlich immer so mein Punkt, wo ich gesagt habe, hier wird es Zeit zu bremsen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen nach hinten verschoben. Und zwar habe ich das hier immer als Punkt genommen oder als Referenzpunkt, wo ich gesagt habe, ah ja, ne, visuell, den sehe ich, den verarbeite ich, da gehe ich rein. Das Gute daran ist, hier oben ist auch noch so eine kleine, so ein kleiner Huggel. Also das heißt, das Auto sackt da gleich nochmal kurz rein. Und wenn wir uns jetzt also angucken, wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen früher bremsen, logischerweise, weil der visuelle Punkt entspricht nicht dem Punkt, wo du auf die Bremse trittst. Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Und dann treten wir hier schön in die Bremse und man sieht auch hier vorne, kleinen Moment, wie das Auto gleich hier schön nochmal reinsackt. Also da ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn ihr das fühlt, du merkst halt, dass das Auto kurz in so ein kleines Loch oder so eine Unebenheit dort ist und da reinfällt. Und dann kann man sich hier wieder schön in die Kurve reinbremsen. Das ist hier auf jeden Fall ziemlich trivial, möchte ich sagen. Also du bleibst halt sehr lange auf der Bremse
und versuchst das Auto so langsam reinzuziehen. Ich habe hier doch noch eine etwas längere Rollphase. Ich bin noch nicht ganz so zufrieden damit. Man sieht auch, ich korrigiere immer noch mal nach kurz mit der Bremse, weil es doch ein bisschen schnell war zwischendurch. Gehe auch langsam wieder aufs Gas und noch mal kurz auf die Bremse, dass er sich noch so ein bisschen reinschmiegt. Und komme dann hier unten raus und gehe direkt wieder in die Vollgasphase rein und dann zur nächsten Kurve. Die nächste Kurve ist hier ein super schöner Bremspunkt, wahrscheinlich einer der auffälligsten. Das Schild hier, Brands Hatch. Das kann man nicht übersehen. Was ich persönlich auch sehr hilfreich finde, gerade für den Anfang, wenn ihr, sage ich mal, von der Bremse her noch nicht so geschult seid, kann man auch diesen Poller hier vorne nehmen. Das ist auch ein sehr schöner visueller Punkt, der hilft auch nachts vor allen Dingen, wenn man ein bisschen dunkler fährt, weil jetzt gerade könnte man den Schatten nehmen, aber man sollte sich Bremspunkte nehmen, die immer vorhanden sind. Also es gibt auch Strecken, da können Bremspunkte mal weg sein, wenn Leute sich rausgeschoben haben. Deswegen als Backup oder sogar als Hauptaugenmerk diesen orangen Streifen hier. Und da kann man dann schön drauf zufahren. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Kurve. Also ich fahre sie unglaublich gerne. Es ist eine 180-Grad-Kurve und man muss sehr viel mit der Bremse modulieren, dass das Auto sich so schön langsam an den Körper ran schmiegt und dann kann man schön wieder wie eine Rakete raus. Also, fahren wir da mal drauf zu. Dann werden wir gleich sehen. Also, der orange Punkt ist noch ein bisschen früher. Ist, wie gesagt, am Anfang hilfreich, wenn man nicht so viel Trailbreaken kann und, ja, sage ich mal, seinen Bremsvorgang noch nicht so sehr geübt hat, kann man auch das orange Stück hier nehmen. Und man sieht auch, ich fange sogar an der Stelle wieder früher an zu bremsen. Gefühlt, ne? Also wenn ich im Auto sitze, bremse ich hier, aber es fängt schon früher an. Ist aber, muss ich extra nochmal sagen, man kann noch weitaus schneller fahren als 23,7. Und das sind dann so die Nuancen, wo man dann weiter hinten anfängt. Aber ich fühlte mich heute irgendwie nicht so sicher. Ich bin, habt ihr ja gesehen oder könnt ihr ja hier sehen, 45 Runden gefahren. Ich bin das eine oder andere Mal eine 1,23 gefahren. Ich hatte mal eine 1,23,5 im Delta, habe es aber nicht nach Hause gebracht, weil das werde ich euch gleich nochmal erklären. Also hier an der Stelle, der orange Poller, der Schatten und das Schild sind so Referenzpunkte für euch, wo ihr euch dann so langsam ranhangeln könnt, wo es für euch am besten passt. Muss ich euch gleich sagen, wenn ihr zu spät bremst, werdet ihr die Kurve nicht kriegen und einfach rausrutschen, weil ihr bei zu viel Bremskraft versucht, um eine sehr enge Kurve zu kommen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich voll auf die Bremse treten und lenken und lenken und lenken und der rutscht einfach weiter raus. Also dann merkt ihr, das ist zu viel. Wenn ihr ein bisschen rutscht und gerade so in die Kurve reinkommt, dann ist es richtig. Also fahren wir auf die Kurve zu. Wir sehen volle Esse in Anker drinne. Ich gehe auch langsam schon wieder runter, weil ich natürlich sehr früh gebremst habe und merke, irgendwie haut das nicht hin. Also versuche ich ein bisschen nochmal nachzumodellieren, dass ich noch Schwung mit reinnehme in die Kurve und versuche mich wirklich so nah wie es geht hier an dem Curb ranzuziehen. Und dann gebe ich ab dem Scheitelpunkt, sogar noch ein bisschen früher, gebe ich schon wieder Gas. Da ist der BMW ja sehr verzeihlich, weil wir fahren mit TC8. Da kann man schon mal reinlöffeln. Und dann fahren wir hier schön um die Kurve rum, im Vollgas, im ersten, relativ früh rausschiften, weil im Lenkvorgang, wenn ihr volle Pulle auf dem Gas steht und zu spät rausbeschleunigt und die Drehzahl sehr hoch ist, kann das hier außen, also diese Grünstelle, ein bisschen ein Killer sein, weil euch das Auto wegfliegt. Also da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, das ist so eine Knickbruchstelle. Dass euch das Auto einfach irgendwann so hinten kommt und dann ist, ja, seid ihr nur noch Co-Pilot und das Auto macht, was es will. Also kann man da an der Stelle, wenn ihr merkt, dass das so langsam hinten ein bisschen ruppig wird, einfach kurz mal hochschiften, dass ihr nicht in so einer hohen Drehzahl unterwegs seid und dann haut das schon hin. Fahren wir mal weiter. Die Kurve finde ich persönlich mit dem BMW sehr, sehr tricky. Ich habe heute wirklich probiert, gemacht und getan. Aber er wollte nicht so, wie ich das wollte. Hier ist der visuelle Punkt ist hier auch wieder die orange Marke an der Seite. Die kann auch nicht verschwinden. Das Schild könnte, die orange Marke nicht. Da könnte man so für sich einspeichern. Da müsste ich mal kurz auf die Bremse treten. Normalerweise mit dem McLaren und auch mit dem Ferrari geht man runter in den zweiten Gang, damit man leichter in die Kurve reinkommt. Aber der olle BMW, der will irgendwie nicht runter in den zweiten Gang.
hat er irgendwie, ich weiß nicht warum, aber er hat keinen Bock. Ich glaube, hier in dem Lauf haben wir es dann doch geschafft. Also es war immer so ein bisschen, mal macht das nicht. Da bin ich auch noch ein bisschen am Feilen dran, ne? Also wir sehen jetzt hier, ne, orange Marke. Ich stehe kurz auf der Bremse und dann lasse ich ihn laufen und dann fahre ich im dritten rein und versuche zwischendurch einfach, weil das Auto wirklich sehr schnell ist im dritten, nochmal mit der Bremse, sieht man ja, kurz nochmal nachzumodulieren, dass er dann wirklich rumkommt. Im zweiten wäre es super simpel, da rumzukommen. Aber irgendwie habe ich noch nicht so den richtigen Sweet Spot gefunden, weil da liegt dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe das einmal, habe ich das vernünftig hingekriegt, deswegen habe ich euch gerade auch gesagt, ich war auch schon mal schneller, bin ich da super durchgekommen, aber ich konnte das irgendwie heute nicht nochmal reproduzieren. Also zweiter Gang wäre schon schön, weil da müsst ihr nicht so viel nachmodulieren und ihr kommt auch ein bisschen zügiger mit mehr Dampf auf den Kessel, kommt ihr wieder aus der Kurve raus. Aber hier hat es auch gereicht, trotzdem noch für eine 23,7. Ihr könnt das Körb hier schön außen, könnt ihr weit mitnehmen, aber auch hier vorsichtig, das Grün, das ist manchmal ein bisschen tricky. Also diese Grünflächen können euch killen, müsst ihr ein bisschen Gefühl kriegen für den Wagen, was ihr ihm zumuten könnt und was ihr ihm nicht zumuten könnt. Mitnehmen kann man es aber trotzdem. So, dann fahren wir mal auf die nächste Kurve zu. Die ist auch relativ, würde ich mal sagen, selbsterklärend. Hier haben wir auch Brands Hatch ist da sehr schön. Ein orangen Marker. Hier ist für euch wieder so der visuelle Punkt, wo ihr sagen könnt, ja, da könnte man bremsen. Und dann sieht man auch, bei mir ist es sogar noch ein bisschen später, weil das Schöne am BMW ist, der ist super sexy auf der Bremse. Und man kann jetzt, also wird man auch gleich sehen, da kommt immer so eine ganz kleine Modulierung, die man machen kann, dass der sich so ganz leicht nochmal anschmiegt. Geht mit anderen Autos auch, da ist es aber ein bisschen schwieriger. Und wenn wir jetzt mal hier reingehen, dann können wir mal auf den Curb achten, links. Hier, da kommt wieder so eine unglaublich schöne Verformung. Das ist wieder so ein Rausbeschleunigungspunkt, wenn wir da jetzt mal ganz kurz, Moment. Wenn wir uns da jetzt mal hinbewegen und mal kurz den Flattermann machen. Und zwar nach hier oben. Dann kann man diese wunderschöne Verformung von hier oben gar nicht sehen. Also hier, wenn wir uns jetzt so hinbewegen, kann man da nichts dran erkennen, außer vielleicht hier so ein bisschen. Aber wenn wir uns jetzt wieder in das Auto reinsetzen und hier so ein bisschen gucken, kann man hier so eine kleine Delle sehen. Und diese Delle ist für mich zum Beispiel, die ist beim Fahren ist sie ein bisschen deutlicher als im Replay, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese kleine Delle hier ist so ein Punkt, wo man sagen kann, aha, hier können wir langsam wieder aufs Gas gehen. Das heißt also, wenn wir uns das jetzt mal angucken, ich moduliere hier schön meine Bremse rein und dann gehe ich jetzt auch ab dem Punkt hier vorne, gehe ich auch schon wieder aufs Gas. Also das Schöne, wie gesagt, an Frontmotoren, generell, also jetzt auch der BMW Frontmotoren im Allgemeinen, man kann sehr viel noch so ein bisschen die Bremse tippen und das Auto noch mal so ein bisschen formen, dass das so schön in die Kurve reingeht. Und dann kann man hier vorne, ist so der späteste Punkt, also wo der ganz große Knick beginnt, da sollte man dann schon so langsam aufs Gas gehen. Wenn man das sehr, sehr gut timet, kann man sogar noch ein bisschen früher rauf und dann kommt man auch gut weg. Ich war jetzt ein bisschen früher drauf und jetzt achtet mal drauf, was passiert. Das Auto, das schiebt auf der Hinterachse sehr, sehr doll rum. Und dadurch verlieren wir sehr viel Zeit beim Rausbeschleunigen, weil wir sehr lange brauchen, bis der wirklich wieder volle Traktion hat. Das heißt also, hätten wir jetzt ein kleines Müh länger laufen lassen und wären dort besser rausgekommen und hätten sofort Traktion gehabt, wären wir noch ein bisschen schneller gewesen an der Stelle. Aber ich habe es einfach nicht hingekriegt heute. Warum auch immer. Aber ihr habt ja gerade gesehen, er hat sehr auf der Hinterachse geschoben und hatte nicht wirklich gleich sofort Zug gekriegt auf dem Asphalt. Und dadurch haben wir hier auch ein bisschen Zeit einbüßen müssen oder haben Zeit eingebüßt. So, wenn wir jetzt hier drauf fahren. Ich habe heute echt wirklich sehr lange überlegt, wie ich euch das am besten erklären kann, wo man da auf die Bremse hämmert. Und ich habe mal drauf geachtet und es ist wirklich Gefühlssache. Wenn ich jetzt mir das hier ansehe, kommt hier eine sehr schnelle rechts. Für mich persönlich, im BMW bin ich im selben Gang geblieben,
mit anderen Autos finde ich es persönlich besser, in dritten zu gehen, also mit dem Ferrari beispielsweise oder mit dem McLaren funktioniert das auch wunderbar. Beim BMW habe ich einfach gesagt, okay, ich bleibe im vierten und habe das mal rollen lassen. Visuelle Punkte für euch sind dieses Schild und dieses Schild. Wenn ihr noch spezieller gehen wollt, dieser Schmutzfleck hier und dieser Schmutzfleck hier. Dazwischen auf die Bremse tippen, runter in vierten und in die Kurve reinlaufen lassen. Und das ist der Beginn dieser Kurve. Ist ein Zweiteiler. Also wie man sieht, ich fange auch ein bisschen früher an zu bremsen an der Stelle. Und dann lassen wir uns hier einfach reinlaufen. Ich persönlich gehe mal sehr, sehr nah ans Körper ran, weil mir das hilft, visuell wieder die Punkte zu finden, ab wo ich Gas geben kann. So. Wenn wir jetzt hier also wieder reingehen in die Kurve und wir aufs Curb achten, wir gehen auf die Bremse und wir achten hier aufs Curb, sehen wir auch hier wieder so ein bisschen solche Brüche und Verformungen und es ist dann wieder ein bisschen enger und es ist nicht ganz so rund und nicht so schön. Und das sind für mich immer so visuelle Punkte, die halt, sag ich mal, beiläufig dir in die Augen reinfallen und du dann sagst, oh, ab hier könnte ich wieder Gas geben. Und hier ist das auch, das Curb hat hier wieder so eine schöne Verformung, die für dich visuell bedeutet, ich kann wieder aufs Gas gehen. So, bei mir ist, ich stehe sogar noch ein bisschen auf dem Gas, lass noch, gebe sogar noch ein bisschen Bremse mit bei. Bremse nochmal und ab hier ist so der Knick, ja, also hier vorne, wenn wir jetzt mal ganz langsam zurückgehen. Es ist super interessant, sich das mal anzusehen, an der Stelle. Ab hier vorne, hier kommt so wieder so ein etwas döllerer Knick. Und mit diesem dölleren Knick, ab da solltest du schon wieder voll auf dem Pinsel sein. Ich möchte extra nochmal sagen, dass das keine super, 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 super krasse Runde ist. Und die Theorie ist bei mir angekommen. Aber auch hier könnt ihr ja den großen Unterschied sehen zwischen was ich sehe, was mein Gehirn mir sagt und was ich mache. Ne? Also hier vorne kommt so ein kleiner Knick. Also wo halt wieder so ein bisschen mehr die Kurve, sage ich mal, wie sagt man, den Radius verengt. Genau, den Radius verengt. Und ab da können wir dann wieder Gas geben. Ich habe natürlich, das ist, ich sag mal, weil ich sehr bremsfaul bin, versuche ich gerade nicht bremsfaul zu sein und versuche wirklich sehr viel mit der Bremse noch zu modulieren und nachzuarbeiten. An der Stelle ist das hier, hat mir das trotzdem noch eine einigermaßen vernünftige Rundenzeit gegeben, ne? Und wir sehen jetzt, wir beschleunigen hier volles Brikett raus. Aber der Wagen hat auch trotzdem hier an der Stelle schon wieder ein bisschen geschoben. Ne? Wir waren wieder zu früh auf dem Gas und das Auto hat schon wieder so ein bisschen nach außen gedrückt, was uns auch wieder Zeit kostet. Das ist so ein Punkt. Da sind wir nachher aber auch in den Bereichen, wo wir, ne? Also das ist schon 1,23, da gehen wir dann schon so Richtung, vielleicht fahren wir mal eine 1,22 irgendwann. So, wenn wir jetzt auf die nächste Kurve zufahren, das finde ich persönlich ist eine der wunderschönsten Kurven, diese mit der nächsten zusammen auf den britischen Strecken, weil die hat einfach Dunst. Also das ist nicht großartig mit Bremsen und Pipapo, sondern Bremse, kurz schleifen lassen, reinziehen und voll Ruf auf den Pinsel und durch den Apparat. Und du merkst halt auch im Lenkrad, wenn du sie richtig schön fährst, hast du permanent in der Kurve, hast du Grip, Gas und Zucht dran. Also wenn wir jetzt drauf zufahren auf diese Kurve, haben wir dieses Schild, die orange Marke, diese orange Marke und dieses Schild. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen Dreck und hier wieder ein bisschen Dreck. Das kann man alles nutzen für Hell- und Dunkelfahrten, falls es regnet. Man sieht ja nicht immer, man hat ja nicht immer gleiche Sichtverhältnisse. Man sieht ja hier auch die Asphaltverfärbung. Das sind ganz viele visuelle Punkte, die man nutzen kann. Die Asphaltverfärbung ist relativ früh. Ich würde ein bisschen später bremsen zwischen dem und dem Punkt. An der Stelle. Das heißt, wir gehen jetzt rein. Ne? Wir haben zwischen dem Dreckpunkt und dem anderen Dreckpunkt, gehen wir auf die Bremse, gehen runter in den dritten, modulieren noch kurz nach und können hier eigentlich schon wieder volles Brikett drauf. Wenn ihr euch nachher sehr sicher fühlt, ne, und ihr wirklich ein bisschen mehr Gefühl für das Auto entwickelt habt, könnt ihr ruhig die Kurve auch schneiden. Müsst ihr aber ein bisschen vorsichtig sein, müsst ihr Gefühl für kriegen, weil da kannst du dich auch komplett aushebeln und dann ist tschu, to the moon. Und Feierabend. Also man kann das mitnehmen, ist aber mit Vorsicht zu genießen
Man kann aber schön volles Brikett durchrammeln. Diese Kurve hier ist die wahrscheinlich schwierigste Kurve auf ganz Brands Hatch. Weil sie ist A, schnell, B, kann man sich schneiden und C, kannst du dich komplett töten. So, und die muss man ein bisschen üben, weil man sieht nichts. Hier an der Stelle ist wieder visuelle Punkte zur Wahrnehmung. Das Schild, diese orange Marke, dieses Schild, diese orange Marke und hier vorne der Asphalt. Das sind Punkte, die sind alle da. Und da kann man jetzt für sich rausfinden und eruieren, was für einen am besten ist. Ne? Weil nicht jeder von euch wird ja gleich am Limit fahren können und super, super spät bremsen. Also für mich ist immer die visuelle Marke dieses Schild, diese Marke und irgendwo dazwischen versuche ich dann zu bremsen. Und es ist wirklich irgendwo dazwischen. Ne? Also man sieht, der Punkt ist vorbei, wir sind ungefähr in der Mitte und ich trete auf die Bremse. Ich gehe jetzt runter in den dritten und gehe auch schon sehr früh wieder ans Gas. Also ich versuche durch die Kurve so mit zwischen 160 und 168 km/h durchzukommen. 168 wäre schon wirklich tippitoppi, da bist du wirklich flotti unterwegs. Früher habe ich persönlich für mich angepeilt 150, 153. Mittlerweile schaffe ich es mit 160, 165 km/h da durchzukommen. Da muss man aber ein bisschen Gefühl für entwickeln, weil die Kurve komplett blind ist. Auch für einen Zweikampf beispielsweise würde ich niemals empfehlen, da drinnen zu kämpfen. Never ever, weil das schon alleine, also alleine da durchfahren, ist schon sehr, sehr schwer und sehr, sehr zügig. Ich würde da auch an der Stelle nicht angreifen und zurückziehen. Würde ich empfehlen. Also wir gehen, fahren auf die Kurve zu. Wir sind im vierten Gang, im fünften, Entschuldigung. Wir schalten runter in den vierten, bremsen kurz an, schalten runter in den dritten. Und dann können wir relativ früh wieder auf den Pinsel gehen und nutzen die ganze Strecke. Wir lassen uns ein bisschen nach draußen treiben und fahren davon auch von außen wieder nach innen. Wenn ihr zu schnell seid, also hier draußen ist noch ein Grünstreifen, den kann man benutzen. Und das wird man irgendwann auch benutzen, wenn man sehr, sehr schnell fährt. Aber es auch mit Vorsicht zu genießen, das kann dir das komplette Auto aushebeln. Und das wird euch wahrscheinlich am Anfang auch passieren, weil die Kurve, wie gesagt, blind ist. Also du siehst nicht irgendwo etwas und du musst Gefühl dafür entwickeln und es kann sein, dass ihr nach außen kommt. Ist aber nicht so wild, vergeht sehr, sehr schnell. Und auch diese Kurve macht unglaublich viel Spaß, wenn man sie schnell fahren kann, weil das Auto wirklich permanent Zug hat. Also du merkst im Lenkrad, es ist da, es hat Präsenz auf der Strecke und es will arbeiten und ackern und schieben. So, bei der nächsten Kurve, also hier an der Stelle nochmal auch, um mich selber zu kritisieren und euch auch Verbesserungsvorschlag zu geben, weil ich das gerade mitbekommen habe, weil das grundsätzlich für mich im BMW noch, bei dem Versuch schneller zu fahren, eine kleine Schwierigkeit ist, wenn ihr jetzt merkt, er rutscht. Ne? Also ihr merkt, er schiebt, das ist zu früh am Gas gewesen und wir haben wieder so, er will noch irgendwo anders hin, aber ich will das nicht und dann fängst du an zu lenken und zu lenken und da geht halt Zeit flöten. Sowas hast du natürlich nicht, wenn du nachher im optimalen Bereich unterwegs bist. So, nächste Kurve. Hier vorne, visueller Punkt. Hier das Schild, falls das nicht da ist, orange. Hier vorne hast du wieder eine schwarze Linie. Ich persönlich bremse ein bisschen früher, weil ich das Gefühl habe, dass das für mich besser passt. Ich komme dann schneller aus der Kurve raus, weil ich früher aufs Gas gehen kann. Also das hat sich für mich die letzten, sag ich mal, Jahre bewahrheitet auf Brands Hatch, weil Brands Hatch bin ich wirklich sehr, sehr viel gefahren und habe auch unglaublich viel Spaß gehabt an der Strecke. Ist einer meiner Favoriten von den britischen Strecken. Also ich bremse hier nicht auf der letzten Rille, sondern fange hier schon, wie ihr seht, wirklich sehr, sehr früh an zu bremsen. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich hier bremsen würde, habe ich immer das Gefühl, ich komme hinten nicht schnell genug wieder raus. Und dann bin ich hier beim BMW, schalte ich auch runter in den zweiten und gehe danach sofort wieder in den dritten, weil ich habe das Gefühl, dass ich im zweiten Gang besser um die Kurve komme. Man kann sie aber auch im dritten fahren und das ist auch nicht zwingend langsamer, aber für mich rotiert das Auto nicht genug. Und dadurch, um nochmal zurückzugehen,
dass wir sehr, sehr früh gebremst haben und einen super frühen Einlenkwinkel haben, kann ich halt in der Kurve extrem früh wieder aufs Gas gehen. Also manche Menschen gehen so ein bisschen später, so hier hinten aufs Gas, und ich fange hier vorne schon wieder an, Gas zu geben. Und es ist für mich einfach komfortabler, sie zu fahren. Es muss nicht schneller sein, aber es ist für mich in dem Moment aktuell komfortabler. Wie man sieht, ne, gehen wir hier vorne, also unten im unteren Bereich, schon wieder aufs Gas und fangen auch relativ früh an, wieder raus zu beschleunigen und schalten aber auch dementsprechend relativ früh wieder in den dritten Gang. Ne? Wenn wir das jetzt uns mal angucken in normaler Geschwindigkeit und man da mal drauf achtet, klack, klack, rum, rauf aufs Gas und wieder hoch. Also es ist wirklich nur für mich, der zweite Gang ist einfach nur so minimal da, dass das Auto kurz eine Gewichtsverlagerung hat, du in die Kurve kommst, es besser rumkommen, hochschalten und wieder raus. Und dann kommen wir zur nächsten Kurve, die auch, es ist halt, wisst ihr, Brands Hatch ist ein Potpourri an schönen Gefühlen im Lenkrad und beim Fahren. Also es gibt so Kurven, die vermitteln dir so ein unglaublich tolles Gefühl. Wie das, wie die Kurve, die ich euch auf dem Nürburgring beschrieben habe, die so, wir fliegen hoch und dann geben wir einfach Gas und dann fliegen wir da wieder raus. So ist diese Kurve auch. Das ist wirklich drauf zufahren, runterschalten, reinlaufen, Gas geben, pff, und weg bist du. Aber das ist hier der größte Zeitfresser für mich persönlich noch im BMW. Also da lasse ich auch noch Zeit liegen. Und zwar habe ich hier folgendes Problem, ich selber auch. Und ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Aber kommen wir erstmal zu der Grundlage. Schild Nummer 1, Schild Nummer 2, orange Marke hier außen. Asphalt haben wir auch noch. Und für mich als visueller Punkt, weil das sehe ich auch noch, ist dieser kleine weiße Strich hier. Zwischen diesen, hier ist ein bisschen dunkler, hier ist weißer. Und da ist wieder ein bisschen grau. Und da ist für mich mein visueller Punkt zu bremsen. Ich persönlich habe heute für mich rausgefunden, für das kleine Stück in fünften Gang schalten lohnt sich nicht, weil beim Doppelrunterschiffen in den dritten wird das Auto ein bisschen unruhig. Und wenn du im vierten bleibst, kommst du in den dritten rein und dann ist das Auto ruhiger und du kommst besser raus. Ich bremse hier an der Stelle relativ spät. Also ich fange so beim Schild an zu bremsen, gehe in den dritten Gang, ziehe mich so ein bisschen rein und gehe auch ganz langsam wieder runter, wie man sieht, auf der Bremse. Und dann fange ich schon wieder sehr früh an, Gas zu geben. Aber auch nicht so voll und auch nur, es ist so unentschlossen, sagen wir mal. Es ist wirklich so ein bisschen modulieren und gucken, wo die Reise hingeht, noch ein bisschen bremsen, weil ich habe, wie man hier auch schon wieder sieht, das Auto rutscht schon wieder so ein bisschen durch die Gegend und es ist sich schon wieder nicht so einig, wie es möchte, und deswegen verliere ich hier an der Stelle in dieser Kurve auch relativ viel Zeit, möchte ich sagen. Was heißt relativ viel? Da liegt auf jeden Fall noch Zeit. Also wenn wir uns das jetzt nochmal wieder in ganz angucken, ne? Wir gehen mal ein Stück weiter zurück. Wir fahren jetzt also auf die Kurve zu und jetzt kann man das auch hören. Wir bremsen und er schiebt, 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 und jetzt hat er erst wieder Grip. Und das verliert halt Zeit. Ich habe für mich persönlich mit dem Auto noch nicht ganz rausgefunden, wie ich das wegbekomme. Mal klappt's nicht. Aber er kommt zumindest erstmal um die Kurve rum. Das ist mit anderen Autos bei weitem nicht so schlimm. Also ich hatte mit dem McLaren und mit dem Ferrari hatte ich weitaus weniger Probleme. Das kann man auch sein, weil ich sehr viel Mittelmotor gefahren bin, dass ich mich selber erstmal an den Frontmotor hier gewöhnen muss. Aber für euch nochmal als visueller Punkt, ne? Wir haben hier das Schild. Man kann auch ein Stückchen früher bremsen, dann ist es angenehmer. Also für die Menschen, die jetzt, sage ich mal, mit Bremsen modulieren, also ne, mit ein bisschen tippi-tippi machen und nicht gleich 0-1 Gas geben. Also wenn ihr das noch nicht beherrscht, einfach ein bisschen früher bremsen und dann haut das auch schon hin. Und dann könnt ihr hier vorne so, ab diesem orangen Punkt könnt ihr in die Bremse treten und versucht euch dann wirklich in die Bremse, in die Kurve reinzubremsen. Und dann könnt ihr auch relativ zeitnah wieder ans Gas gehen, voll raus beschleunigen. Unten wird man sehr schnell merken, wenn das Auto sackt hier wieder, also das Auto sackt unten richtig rein und du merkst auch im Lenkrad so, du hast wieder vollen Grip und dann kannst du, weißt du auch, kannst du rumlenken und einfach fahren. Aber bei mir, ne, sieht man ja ganz deutlich, das Auto schiebt so auf dem Heck.
Das solltet ihr eventuell vermeiden. Je früher ihr euch das beibringen könnt, dass ihr es nicht macht, desto besser. Also falls ihr selber auch Strecken leeren solltet, um jetzt nochmal schnell die Runde zu beenden. Zack! Das ist eine 1:23.79. Meine persönliche Bestzeit aktuell sind 1:23.795. So, meine persönliche Bestzeit liegt bei 1:23.3 im Ferrari. So, wenn ihr jetzt aber Strecken leeren wollt, ne, also sowas wie Brands Hatch jetzt in diesem Fall, nehmt euch die Zeit, fahrt mal 10 Runden, fahrt mal 15 Runden und dann schaut euch euer eigenes Replay an. Weil, wenn ihr das so macht jetzt wie ich, ne, und ihr seht euer eigenes Replay, könnt ihr eure eigenen Fehler sehen. Weil manchmal am Anfang weißt du nicht genau, wo du Fehler machst und kannst das nicht richtig einschätzen. Dann probierst du was, das ist irgendwie schneller und dabei ist das Auto auch irgendwie wieder durch die Gegend gerutscht und war doch eigentlich nicht so cool. Also fahrt mal so 10 Runden, schaut euch euer Replay an und dann achtet darauf, was ihr macht, was das Auto macht, ob es rutscht, weil man kann es ja auch hören, ob ihr vielleicht zu früh auf dem Gas war, zu spät auf dem Gas waren. Und so könnt ihr nämlich für euch hier beim Ansehen visuelle Punkte auch vertiefen, dass ihr die später sozusagen einfacher findet, weil ihr habt das ja dann quasi im Kopf, wo ihr euren Fehler gemacht habt und den wollt ihr ja nicht reproduzieren. An der Stelle, ich wünsche euch super viel Spaß auf Brands Hatch. Dankeschön fürs Zusehen. Schreibt doch vielleicht einen Kommentar. Lasst mir Feedback da, wie ihr es gefunden habt, was ihr vielleicht nächstes Mal mit dabei haben möchtet. Und vielleicht lasst ihr ein Däumchen da hoch, runter, spielt keine Geige. Interaktion, freue ich mich sehr darüber. Kritik ist auch super gerne gesehen, solange es sachlich bleibt. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Vielen Dank, dass ihr euch das angesehen habt. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.